Liebe Menschen, am 5. April erstrahlt der erste Frühlingsvollmond am Himmel. Lasst uns gemeinsam von 21 bis 22 Uhr still werden. Wir gehen auf Ostern zu. Ein Fest des vorübergehenden Jubels zu Palmsonntag, der Segnung und der Verheißung des Abendmahls zu Gründonnerstag, und des darauf folgenden Verrates. Nun hat die Finsternis das Wort. Der Kreuzigung mit der Erschütterung der Elemente zu Karfreitag und der ungewissen Ruhe der Grablegung zu Karsamstag und der dann folgenden Auferstehung zu Ostersonntag. Dieser Prozess macht auf die Möglichkeit aufmerksam, einen Weg durch die Finsternis und den Tod aller Vorstellungsbilder, wie das Leben und man selber zu sein hat, zu gehen, um den Tod überwinden zu lernen und um zu einer Neugeburt, Wiederauferstehung zu gelangen. In unserer Tradition kennen wir das Mahamrityunjaya-Mantra, das übersetzt heißt Sieg über den Tod. Dieses Mantra symbolisiert das Ostermysterium, das sich jedes Jahr zur Besinnung und Neubelebung der Menschheit wiederholt. Om Triambakam Jajamahi Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Iva Bandhanat Mityor Mukcheyamamitrat. In den Yoga-Sutras steht, es gibt einen ganz einfachen Weg in die Freiheit und zur Befreiung von allem, was uns belastet, bedrückt und behindert, zu kommen, und das ist die Pflege der Anwesenheit Gottes in jedem Lebensaugenblick. Die Anwesenheit Gottes in jedem Lebensaugenblick zu pflegen, gelingt durch die ununterbrochene Wiederholung des Mantrams oder eines Gebetes, die das Göttliche der geistigen Welt repräsentieren. Ich wünsche euch eine ruhige, besinnliche Stunde, in der ihr die Anwesenheit des Göttlichen, der geistigen Welt in euch pflegt und aus dieser inneren Erfahrung und Kraft heraus den dann folgenden Lebensaugenblick Würde verleiht. In liebevoller Verbundenheit, Wolfgang.